Die FPÖ hat heute gemeinsam mit der SPÖ eine Sondersitzung des Nationalrats einberufen, einfach um der Regierung einen Rennblatt zu geben. Vor allem was den Umgang mit der Teuerung und mit der rapiden Verarmung der österreichischen Bevölkerung betrifft. Bis jetzt hat man ja alles als Gott gegeben hergenommen und hat gesagt, ja, das ist alles höhere Gewalt. Und man ist überhaupt nie auf die Idee gekommen, dass man sich vielleicht selbst einmal dafür verantwortlich macht, was in unserem Land in den letzten 2 bis 2,5 Jahren passiert ist. Und das ist doch entsetzlich viel Schlimmes, was den Bürgern hier widerfahren ist. Sei es drum, die Regierung hat die heutige Sondersitzung dafür herangezogen, um selbst eine Pressekonferenz zu geben, um ein Teuerungspaket zu präsentieren, das in Wahrheit viel ist, ist aber kein Teuerungspaket, es ist ein reiner PR-Gag, den man hier vom Stapel lassen, und der wird keinem einzigen Österreicher in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen. Im Gegenteil, es zementiert nur alles ein, was bisher passiert ist. Aber wir können uns natürlich gerne im Detail anschauen, was hier alles zum Besten gegeben worden ist. Man hat damit begonnen, dass man einen Mietpreisdeckel einführt, und da ist ja schon einmal der erste Hütchenspielertrick, wenn man genauer darauf hinschaut, was die Regierung hier eigentlich gemacht hat. Sie sagt nämlich nichts anderes, als dass man künftig nur mehr einmal im Jahr um 5% die Mieten an die Inflation anpassen darf. Also 5%, damit wäre es gedeckelt. Was die Regierung aber nicht dazu sagt, ist, dass in den letzten 18 Monaten die Mieten um 25% gestiegen sind. Das heißt, die Menschen, die jetzt schon nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Einkommen auskommen sollen, die haben das Problem schon länger. Dieses Problem wird aber vom Vorschlag der Bundesregierung nicht beackert. Und genau deswegen hätte man sich eigentlich den Vorschlag von uns Freiheitlichen schon vor dem Sommer einmal anschauen müssen, wo wir gesagt haben, Mietpreiserhöhungen müssen bis 2026 komplett eingestellt werden. Und dürfen auch maximal 2% der jährlichen Indexierung hatten. Und damit das nicht dazu führt, dass keine Investitionen mehr vorgenommen werden in Mietobjekten, muss man natürlich auch auf der anderen Seite entsprechend etwas tun, um eben zu verhindern, dass man hier dann in irgendwelchen Baracken hausen muss. Muss es natürlich möglich sein, dass Vermieter Investitionen in ihre Wohnungen bzw. in ihre Häuser, dass die natürlich auch steuerlich begünstigt werden, um den Mietern natürlich auch eine entsprechende Qualität liefern zu können. Das sind Vorschläge, die bis dato im Bautenausschuss liegen, die der ÖVP herzlich wurscht sind. Was man hier nur macht, ist sozusagen eine Leiche irgendwie zu schminken. Fakt ist aber, mit einem jetzigen Einziehen eines Mietpreisdeckels von 5% wäre in diesem Land überhaupt niemandem geholfen. Den gleichen Schmäh gibt es übrigens auch im Zusammenhang mit den Energiepreisen. Da ist man hergegangen und hat gesagt, ja, es gibt jetzt diese Übergewinnsteuer. Das heißt also, wenn Energieunternehmen Gewinne machen, die über 20% von normalen Zuwächsen sind, dann muss man eine entsprechende Steuer bezahlen. Diese 20% möchte man jetzt auf 10% absenken, und auch da ist es wieder ein kompletter Taschenspielertrick, den man hier zur Anwendung bringt, denn es ist nichts anderes, als dass der Finanzminister das Geld von einem Sack in den anderen hinüberschlichtet. Warum? Auf der einen Seite kassiert der Herr Finanzminister natürlich von den Übergewinnen saftige Steuereinnahmen. Das heißt, wenn man sie zum Beispiel in Verbund hernimmt, der ist mit 80% in der Hand der Republik, und selbstverständlich ist der Bund damit beim Verbund Mehrheitseigentümer und kassiert natürlich auch kräftig bei den Übergewinnen mit, vor allem dann, wenn es natürlich noch um spezielle Ausschüttungen in diesem Zusammenhang geht. Also er kassiert einmal hier und das zweite Mal natürlich auch bei den Steuereinnahmen, wo der Herr Finanzminister auch nochmal ordentlich eins draufsetzt. So, und wenn er jetzt hergeht und sagt, naja, diese Übergewinne werden besteuert, dann nimmt das nur von einer Tasche in die andere. Fakt ist aber trotzdem, dass das Geld immer beim Finanzminister bleibt und nie dorthin kommt, wo es eigentlich hin soll, nämlich zurück zu den Bürgern, denen man dieses Geld, ja, ich möchte so drastisch formulieren, eigentlich gestohlen hat. Das wäre ein Ansatz, dass man diese Übergewinne wieder zurückführt an die Konsumenten und nicht in die Tasche des Herrn Finanzministers, der damit seine Corona-Blödheiten finanziert. Der dritte Punkt, der heute noch andiskutiert worden ist seitens der Regierung, war jener, was man mit den Banken machen könnte. Und auch da gibt es einen
Antrag von der FPÖ, der klarer nicht sein könnte. Man muss auf jeden Fall einmal dafür sorgen, dass die Menschen nicht mit irgendwelchen Mahnungen in die Existenzkrise getrieben werden, dass man Stundungen unkompliziert und rasch möglich macht, dass es zu keinen Kündigungen von Krediten kommen kann und dass natürlich auch hier die Zinsen gedeckelt werden müssen. Das ist einmal der eine Punkt, den man sofort umsetzen könnte. Die Regierung macht es noch nicht. Auf der anderen Seite muss man aber auch hier wiederum sehen, dass es wenige, aber doch Sparer in Österreich gibt oder ältere Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und sich etwas zur Seite gelegt haben, auch als Altersvorsorge, die man ja genauso belastet. Denn dadurch, dass die angestiegenen Zinsen der EZB nicht an die Sparer weitergegeben werden und somit der Zinsertrag geringer ist als die Inflation, heißt das nichts anderes, als dass diese Menschen Zug um Zug, Monat für Monat eigentlich Vermögen verlieren und somit kalt enteignet werden. Also auch hier müsste man unbedingt sicherstellen, dass man das jedenfalls löst und dass man diese Menschen nicht ärmer werden lässt auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch, dass es nicht zu einem unglaublichen Platzen der Immobilienblase in Österreich kommt und vor allem dazu, dass viele Familien den Winter nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung oder nicht mehr im eigenen Haus verbringen können, weil es schlicht und ergreifend nicht mehr finanzierbar ist, diese explodierten Kreditzinsen zu bezahlen. Also auch hier gäbe es genügend Ansätze seitens unserer Freiheitlichen Partei, wie man den Menschen ganz rasch und unkompliziert helfen könnte. Nur die Regierungsparteien werden sich einmal mehr dagegen stellen. Und summa summarum gesehen sieht man, dass diese Bundesregierung erstens mal nie wirklich gearbeitet hat und zweitens, wenn sie etwas gearbeitet hat, mittlerweile komplett am Nullpunkt angelangt ist. Man sieht, dass man sich von einer Schlagzeile zur nächsten handelt und man sieht aber auch immer, wenn man diese Schlagzeilen sich anschaut, wie Mietpreisdeckelung, wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann schaut es schon ganz, ganz traurig aus und dann ist es eigentlich das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben steht. Wir Freiheitliche sind hier viel nachhaltiger unterwegs und genau deswegen ist es so wichtig und ich sage es nahezu in jedem Video, wir brauchen einen Volkskanzler Herbert Kickl, wir brauchen Österreich neu gedacht, wir Freiheitliche sind bereit, das zu tun. In diesem Sinne bedanke ich mich zum einen für die vielen neuen Abos, die geklickt worden sind, zum anderen freue ich mich aber auch schon auf morgen.